Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt, 6 Länderspiele, ist jetzt auch im endgültigen Kader für die WM 2018 in Russland. Foto, Imago. 8 Jahre nach Verteidiger Arne Friedrich, 39, steht mit Linksverteidiger Marvin Plattenhardt, 26, wieder ein Hertha-Profi im endgültigen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Plattenhardt, 6 Länderspiele, happy, ich habe alles gegeben, um dieses Ziel zu erreichen. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass mein Traum von der WM in Erfüllung geht. Ich werde mich beim Turnier voll in den Dienst der Mannschaft stellen, damit wir den maximalen Erfolg haben. Aber natürlich möchte ich auch zum Einsatz kommen. Momentan hat Kölns Linksverteidiger Jonas Hector, 28, die Nase leicht vorne. Arne Friedrich spielte von 2002 bis 2010 für Hertha BSC, war dort Kapitän. 2006 und 2010 war er für Deutschland als Stammspieler bei Weltmeisterschaften im Einsatz. Foto, Picture Alliance Event Press. Arne Friedrich, 2002 bis 2010 bei Hertha, letzter Hertha-Held bei der WM 2010 in Südafrika, freut sich über Plattes Nominierung. Die WM ist das größte Ereignis für jeden Fußballer. Ich freue mich riesig für Marvin. Er hat eine Waffe, das ist sein linker Fuß, mit dem er brandgefährliche Freistöße und Flanken schlägt. So einen linken Fuß hat nicht jeder, den muss er in seiner Karriere voll ausspielen. Friedrich weiter, auch für Hertha ist seine WM-Teilnahme eine Bestätigung der guten Arbeit der letzten Jahre. Meiner Meinung nach ist Marvin erst der Anfang. Hertha leistet eine richtig tolle Nachwuchsarbeit. Da werden in Zukunft noch einige Spieler zum DFB nachrücken. Übrigens, Arne Friedrich bleibt weiter Dauergast bei Weltmeisterschaften. Wie 2014 wird er auch 2018 als Fußballexperte für CCTV, einer der größten chinesischen TV-Sender, sowie anderen Medienplattformen in China, NetEase, Beijing Sports Radio, im Einsatz sein. Teilen, Twitter, teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.